Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Aha. Hey, Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen? So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Yeah! Feiern, Party, ich darf Musik auflegen. Oh, das ist ein Fehler, Leute, ein ganz großer Fehler. Aber na gut. So, ja. Habt ihr auch Videospielmucke? Irgendwie so. Ein paar coole Soundtracks. Was will ich denn hören? Ein bisschen was Rockiges, komm. Was für ein Gedudel ist das denn? Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Wie, was Richtiges für eine Party? Was bist du denn? Aber ich will was Rockiges hören. Verdammt. Der Typ erinnert mich voll an Ash, aber auch nur wegen der Kappe. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja, klar. Hey, verschluck dich. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Na klar. Ich wollte halt dazugehören, deswegen habe ich das Bier jetzt genommen. So. Ich bin nämlich voll Teenager-like. So. Ja, und gleich die nächste Dose hinterher. Das ist eine super Idee. Wo das wohl hinführt, ich weiß ja nicht. Oh, okay. War ein Fehler. Wenn sie schon nach der zweiten Dose so reagiert. Und dann stellt sie auch noch einen Karton rein. Na gut. Ja, gut. Lassen wir mal. Hi. Lass mal voll tanzen und so. Warum geht der weg? Ich bin doch ein hübsches Mädchen. Und ich kann voll gut tanzen. Ist zwar nicht meine Musik, aber egal. Kann mal bitte irgendjemand meine Tanzskills loben? Ah, die Jungs gucken wenigstens, ne? Das ist richtig, genau. Immer schön die Jungs ein bisschen wuschig machen und dann hinterher sagen, nö, hab keine Lust. So. Und stopp. Naja. Okay. Huh, war das anstrengend. Hi. Hi. Hi, ich bin Matt. Jolly, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe, also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du?
Wo hast du vorher gewohnt? Auf der Basis. Ich war immer dort. Ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. Und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich habe eine Gabe, Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt völlig verrückt, aber es ist eine Art, wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt da? Das war ein Witz. Nur ein Witz. Bestätig. Ich hab's dir wirklich abgenommen. Ich dachte, du hast einen kompletten Schuss oder so. Na danke. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Gern. Gönnen wir uns ein bisschen Spaß. Immer schön links und rechts. Ach, ist das nicht romantisch? Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Ist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Das kannst du wohl laut sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so wollte. Es ist so über mich gekommen. Naja, geht Schlimmeres. Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jodie. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jodie, dann zeig doch mal was. Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Yay. Obwohl, bin ich denn Versuchskaninchen? Warum habe ich eigentlich keinen Stuhl? Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid.
Wow. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh. Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen! Ah! Macht sie euch! Sind die irgendwie bescheuert oder so? Nein! Nein! Oh, ja, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh. Bitte! Bitte! Lass mich raus! Es war so schön, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch! Bitte lass mich raus! Bitte. Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich ja, will hier raus! Bitte, hungrig. Lass mich raus! Ich ja, bitte euch, bitte, lass mich raus! Was sind denn das für Menschen? Ich fasse es ja gerade gar nicht. Hol mich hier raus! Bitte! Wow. Okay. Also ich muss sagen, ich habe die Situation vollkommen falsch eingeschätzt. Deswegen, also wie gesagt, ich wollte ja eigentlich, deswegen bin ich halt so auf die Leute mehr oder weniger ein bisschen zugegangen, ne, und so. Ich habe mir halt gedacht, irgendwie. Ja. Ich habe mir halt irgendwie so gedacht, wäre doch eine gute Idee, wenn ich ein bisschen auf die Leute zugehe und so weiter. Ich gönne Jody einfach mal was Nettes. Aber dass das solche Arschlöcher sind, das habe ich echt nicht vermutet. Dass die Situation tatsächlich so umschwingt. Los, Aiden. Jetzt sorge ich für ein bisschen Spaß. Toll, sehr lustig, Steve. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. So, was kann ich hier noch alles machen? Wir sind zum Beispiel damit. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lass mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik, ja? Die Fenster, nur die Fenster. Fühlt sich echt scheiße, wenn man eingesperrt ist, ne? Sehr kreativ sein. Es reicht, Aiden. Sie haben das verstanden. Komm schon, wir gehen. Es reicht? Ich weiß nicht. Irgendwie
bin ich da noch nicht so der Meinung. Okay. Es wird also ein bisschen heftiger. Und da ist das hier vorbei. Ich wollte jetzt natürlich ein bisschen die Möglichkeiten ausloten. Nichtsdestotrotz fand ich die Reaktion jetzt durchaus berechtigt. Zugegebenermaßen, ich hätte dem Typen jetzt nicht unbedingt das Messer aber naja, wie das halt so ist, ne? Wie das halt so ist, wenn man eine übernatürliche Gabe hat, ja. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, man sollte mir definitiv keine Macht geben. Lass das ein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Warum haben wir wegen mir Ärger? Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Ich warte hier, Schätzchen. Okay. Ich warte hier, Schätzchen. Ist das ausnahmsweise mal unsere Mutter? Oder? Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Nö, habe ich jetzt nicht so, aber irgendwie ja doch, oder naja, gut, man kann sich ja mal ein bisschen unterhalten, oder so. Oder ich kann dir von hinten ins Genick springen, oder auch nicht. Du hast eine coole Schneekugel auf dem Tisch. Ich will die Schneekugel haben. Schneekugel. Halt, Schneekugel. Genau. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Wenn das denn mit allem in diesem Zimmer so klappt, dann kein Problem. Geh zum Computer. Gefällt dir die PC? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Gefällt dir die Spielkonsole? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Ja. Gefällt dir das Buch? Du kannst es behalten, wenn du willst. Was das? Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Du
Du kannst dich setzen, wenn du willst. Das ist ein Foto von einer paranormalen Ereignisstudie. Dieser Tisch wanderte 5 mm in 3 Tagen von ganz allein. Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Interessant, hm? Nein. 5 mm an 3 Tagen? Aha. Vielleicht war der Raum auch einfach nur schief. Das ist meine Frau Helen mit meiner Tochter Laura. Meine Tochter ist fast so alt wie du. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Ich kann sehr gut malen. Aber wundere dich jetzt nicht, wenn der Geist eckig werden sollte. So. Ich male ein. Oh, schade, ich darf nicht selber malen. Das wäre lustig geworden. So. Machen wir hier noch einen Strich. Und dann malen wir die ganze Fläche total cool aus. Und so. Tada! Stört's dich, wenn ich's ansehe? Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Okay, so, Doktor. Ich hoffe, Sie wollten Sie wollten mal wieder hier ein bisschen was neu einrichten oder so. Das ist echt unheimlich. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Welche Monster? Willkommen bei der CIA. Ich bin gerade so ein ganz klein bisschen... Kann man eigentlich... Ja, man kann Start drücken. Ich bin gerade so ein ganz klein bisschen hin und her gerissen.
ob mir dieses Episodenverhalten von dem Spiel gefällt oder nicht. Ich find's irre spannend und ja, ich möchte eigentlich wirklich die ganze Zeit einfach mehr wissen, also was die gesamte Hintergrundgeschichte angeht und so. Ich meine, wir wissen jetzt so viel. Irgendwie, ich nehme an, weil ich so anklicken konnte, wird es tatsächlich so sein, dass dieser Geist Aiden tatsächlich irgendwie seit der Geburt mit Jody verbunden ist. Und sie hat es gerade so schön ausgedrückt. Irgendwie Aiden ist ein freier Geist, mehr oder weniger. Also sie kontrolliert ihn nicht. Sie, es läuft wohl später so ein bisschen darauf hinaus, dass er ja durchaus so mit ihr verbunden ist oder ihr so wohlwollend gegenüber ist, dass er Dinge für sie tun kann, aber er muss sie so nicht tun, beziehungsweise er hat immer noch seinen eigenen freien Willen und kann dementsprechend auch ein bisschen aggressiver zu Werke gehen, als sie es unter Umständen eigentlich will. Und das hat man bei der Geburtstagsparty eigentlich ganz gut gesehen. Dadurch, sie hatte ja irgendwann schon, ich habe für viel Chaos und Verwirrung dort gesorgt, aber irgendwann hat sie ja eigentlich auch gesagt, stopp Aiden, ich glaube, sie haben es mittlerweile verstanden. Aber man selber hatte immer noch die volle Kontrolle über Aiden und man konnte ohne Probleme weitermachen und dann auch mit Messern jonglieren, was natürlich irgendwie sicherlich nicht mehr in ihrer Absicht lag, aber dennoch, ja. Ich finde diese gesamte Thematik sehr interessant und bin echt gespannt, worauf das alles hinauslaufen wird. Hinauslaufen wird, ja. Ich hatte eben gerade kurz auf die Uhrzeit geschaut, wie lange ich jetzt schon aufnehme und so. Das ist echt wow. Wow. Weil das ist sowas. Warum finde ich diese Thematik interessant? Ich weiß nicht. Das sind so Dinge, also, ja, die stellt man sich ganz gerne mal irgendwie selber vor oder so, ne? Wie wäre es eigentlich, wenn man selber Superkräfte hätte, wenn man selber irgendwie eine besondere Gabe hätte oder irgendwie sowas in der Art. Das ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen anders, weil Jody eben nicht selber diese Superkraft hat, sondern sie hat eben nur ihren Kumpel Aiden, der das Ganze für sie machen kann, aber nicht muss. Aber trotzdem, irgendwie, ich mag das total. Es hat etwas Mysteriöses, Geheimnisvolles, in jedem Fall auch Beängstigendes. Ich sitze oft hier und muss so ein ganz klein bisschen schlucken, weil ich irgendwie das ziemlich krass und wirklich unheimlich finde, wenn da dieses kleine Mädchen vor einem steht und plötzlich irgendwie irgendwelche seltsamen Dinge in der näheren Umgebung passieren. Das ist echt heftig. Gut. Ja, für den ersten Eindruck war das schon mal sehr gut. Bin gespannt oder ich werde bestimmt ganz, ganz bald weiterspielen. Jetzt müsste ich aber dann doch mal eine kleine Pause machen und wenn jetzt ein bisschen was essen und solche Geschichten und dann auch die ersten Videos vielleicht zu diesem Projekt fertig machen und dann hochladen. Bin sehr auf eure Meinung gespannt, wie ihr momentan das so einschätzt mit Beyond Two Souls. Erinnert mich wirklich, ich bin wieder voll im Heavy Rain Muster drin, also von der Steuerung her und so. Erinnert es total daran. Das Ganze ist natürlich kein richtiges Spiel jetzt mehr in dem Sinne. So wie man es vielleicht gewohnt ist, wenn man ein Videospiel spielen möchte. Sonst Ganze ist wirklich mehr ein interaktiver Film. Aber mir gefällt das gerade total. Und ich bin auch gespannt darauf, ob ich jetzt schon irgendwelche Entscheidungen zum Beispiel getroffen habe, die wirklich relevant waren oder nicht. Ich kann mir das bei der Geburtstagsparty vielleicht so einigermaßen vorstellen. Wenn ich eben nicht auf Rache getippt hätte, sondern irgendwie einfach gegangen wäre oder so, dann das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine etwas heftigere Entscheidung war, die die Geschichte ein bisschen maßgeblicher beeinflussen könnte, aber ist dann sowieso ein bisschen schwierig. Man muss da wirklich mitdenken, weil wir haben diesen Zeitstrang gesehen. Wir springen die ganze Zeit vor und zurück bei der Lebensgeschichte von Jody. Und was uns da noch so alles bevorstehen wird und in welche Richtung sich das Leben von Jody noch so entwickeln wird, das werden wir hoffentlich beim nächsten Mal und bei einem der anderen nächsten Male dann noch erfahren. Und dann geht es hier weiter mit Jody und Aiden. Beyond Two Souls, ein schönes Spiel für die PlayStation 3. Bis hierhin, ich war der Herring Ray. Und ich sage an der Stelle dann jetzt einfach mal tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.